Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem The Binding Blade. Wir befinden uns hier in Kapitel Nummer 16, müsste es sein? Ja, 16, gut, ich kann zählen. Und wir sind auf dem Weg, nicht nach Britannia City, sondern auf dem Weg zur Nation, den wir doch besiegen müssen. Haben wir noch einen ganz weiten Weg vor uns. Erstmal müssen wir da ankommen. Gut, wir haben soweit keinen Zeitdruck. Das Erste. Das ist ein Gewittertyp, by the way. 5 Gewittern. Ja gut, dass hier 12 Gewitter, 12 Resistenz hat. Wo ist dann Schütze oben? Nein. Also dann soll sie da mal lang gehen mit dem Eisenschwert, dann müsste sie ein bisschen mehr Ausweichquote haben. Und dann sollte mal auf sie schießen. Und bei 21 kommt zwar noch ein bisschen Schaden bei rum, aber halt weniger als bei den anderen. Immerhin hat sie 12, das ist ziemlich viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie auch 2 Verteidigungen hat. Sie ist die zweitbeste. Was das angeht. Da hat sie richtig gut gelevelt. Da hat sie sogar ihre Schwester stehen lassen. Na gut. Shanna könnte genauso gut sein. Wenn sie denn wollen würde. Aber ich glaube, von der Verteidigung sind die beiden gleich, ne? Ja, von der Verteidigung sind sie gleich. Shanna hat halt nur wesentlich mehr Glück. Also halt, wenn man das auf pure Stats runterrechnet, hat Shanna halt wesentlich bessere Werte, weil halt ihr Glück da so reinzieht. So, halt 20 Glück ist halt schon eine Menge. Das hat sie halt nicht. Okay, er da. Jetzt hat er auch noch ein Streichschwert. Milady, rein da. So, und dann stellen wir den Rest drumherum. Erstmal müssen wir ein bisschen vorwärts kommen. Wir haben einen etwas weiteren Weg vor uns. So, dann. Ich glaube, es ist egal, wo wir gehen mit unserem Dieb halt. Hier lang können wir erstmal nicht gehen, weil da der Gewittertyp ist. So halt. Das würde der, glaube ich, nicht überstehen. Gut, doch schon. So, ein, zwei Schläge, also ein Schlag würde er überstehen. Ich meine, Percivals Resistenz ist eigentlich auch ganz gut, dadurch, dass er halt so hohe Werte hat am Anfang. Also halt, ne, zum Joint-Zeitpunkt. Auf Hardmode sind seine Werte sogar noch besser. Weil die ja dann Hardmode-Boni haben. Wie süß. Oh wow, sie wird nicht mal gedoppelt. Na gut, ich meine, sie hat halt auch einen ganz guten Schwung gemacht. Natürlich trifft er bei 37. Nun gut, das hält sie eine Weile durch. Gleich mal gucken, ob die Bischöfe hier irgendwelche Stäbe haben. Zeiss, wo seid ihr? Ich bin hier, Sir Gale. Was ist los? Warum habt ihr mich hierher bestellt? Zeiss, versteckt euch. Was soll das heißen? Der Feind rückt an. Hört mir gut zu. General Nation hat den Befehl gegeben, euch gefangen zu nehmen. Was? Denkt ihr, ich hätte Piran verraten? Er braucht ein Opferlamm für seine Niederlagen. Er behauptet, dass ihr und Milady den Feind mit Informationen versorgt. Ich und meine Schwester? Ich weiß nicht mal, wo sie ist. Milady hat zusammen mit der Prinzessin der Armee von Lucia angeschlossen. Lady ist zum Feind übergelaufen? Das kann ich nicht glauben. Fragt sie selbst. Warum war sie hier? Ich würde ja mit euch kommen, aber General Murdoch hat mir befohlen, den Ausgang der Schacht zu beobachten. Zeiss, verschwindet, solange ihr noch könnt. Redet mit Milady. Sir Gale, ich... Ich werde nicht gegen sie vorgehen, bis ich Miladys Geschichte gehört habe. Und jetzt bleibt er da ganz brav erstmal sitzen. Apropos sitzen bleiben. Geben wir ihm was zum Sitzen. Reicht nicht mal für ein Level up. Sauerei. Na, aber vielleicht dann kommen wir zum Ehen. Hat er hier irgendwas Gefährliches? Oh, hat ein Schweigen. Na gut, ich meine. Sie ist eh nicht magisch unterwegs und er hat das Purgativ. Oh, hier müsste Hugh irgendwo rumstehen. Den können wir anwerben, ne? Wo ist denn der? Das da müsste Hugh sein. Oder das da? Oder
das da? Da ist Hugh. Hugh kann man anwerben und er hat die VIP-Karte. Die brauchen wir, wenn wir zum Geheimladen brauchen wollen. Hugh ist ein Magier. Ziemlich guter. Der ist sogar ziemlich robust dafür. Also hat halt 9 Magie, 9 Verteidigung auf Level 15. Und Hugh hat eine sehr besondere Anwerbmechanik. Roy kann mit Hugh reden, um ihn anzuwerben. Und Hugh macht ihn dann so quasi Preisangebote. Und halt jedes Mal, wenn man ablehnt, das geht glaube ich 3-mal, muss man halt weniger bezahlen. Aber dafür verschlechtern sich auch seine Werte. Und die besten Werte hat er halt, wenn man gleich das erste Angebot nimmt. Das ist eine ziemlich coole Mechanik. Es gibt auch, dadurch, dass der Patch hier die Original, also halt die englische, den englischen Patch als Grundbasis benutzt, weil der englische Patch sehr viel an den an den technischen Stuff so ändert, den man halt gerne haben möchte und nicht gerne nochmal machen möchte, hat der einen kleinen Bug tatsächlich. Wenn man, ich glaube, es war so, wenn man ihn auf den niedrigsten, mit dem niedrigsten Preis anwirbt, dann crasht seine Magie in die Höhe. Und wenn man ihn dann halt kampflos aufsteigen lässt, also jetzt sofort aufsteigen, dann hat er gleich eine gemaxte Magie. Halt, der Patch ist im, also der englische Patch hat den Fehler auch. Keiner weiß, woran es liegt. Ich habe den Fehler bis heute nicht gefunden. Das ist irgendein Overflow bei der Magie. Und halt, wenn wir den in der deutschen Version beheben müssten, müssten wir halt komplett wieder auf die japanische Version umsteigen und alles nochmal von vorne machen. Inklusive der technischen Feinheiten, die halt hier schon erledigt worden sind. Was einige sind tatsächlich. Gut, wir wollen uns erstmal um den da kümmern. Triffst du den? Na gut, wir können mit, lass dich einfach so machen. Du stellst dich hier hin. Ja, ist halt blöd, wenn du nicht triffst, ne? Ja gut, dann machen wir das lieber so. Dann können wir gleich mit Elfin singen. Tanzen oder gar nicht spielen. Er spielt hier, hat ja ein Instrument in der Hand. So. Und dann kann Milady ihn einfach angreifen und kaputt machen und sich die EP selbst nach Hause holen. Tada! Man hat nämlich gleich schon wieder ein Level-Up. Und es gibt einen Verteidigungspunkt. Kann sie gut gebrauchen. Ich meine, ihre Werte sind eigentlich gut genug. Also. Dann mal fürs Waffenlevel kurz heilen. Ich meine, die EP verschwinden ja nicht, oder halt so. Sie nimmt ja niemanden EP weg. So, was hat er? Oh, er hat eine Meisterachse. Da sollten wir lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Da holen wir lieber die dort starken Charaktere hervor. Jetzt können wir, glaube ich, supporten, ne? Ja. Ellen, wegen unseres letzten Gesprächs. Meint ihr, was im Notfall, was im Fall einer Niederlage geschehen würde? Plant ihr immer noch, euch zu opfern? Oder gar etwas Groteskeres? Nein, ihr habt recht. Eure Worte haben mich hart getroffen. Ich habe meine Leistung klein geredet, weil ich Haus Ferre noch nicht lange diente. Niemand kann sich mit euren Leistungen messen. Nun, außer ich vielleicht, aber das ist kein Wunder. Woher kommt dieses Selbstvertrauen? Manchmal beneide ich euch. Ich bin nur so selbstbewusst, weil ich nie gegen euch verlieren würde. Diese Worte werdet ihr bereuen, wenn ich euch heute fertig mache. Ach, wohl kaum. Man sieht sich nach der Schlacht. Natürlich. Ach ja, Lance. Ja? Selbst wenn wir verlieren, werden wir sie nicht zurückgelassen. Vergiss das niemals. Natürlich. Jetzt haben die beiden einen Schnicknasbrosch. Wie weit kommt denn er? Kommt es dahin? Ja, kann es tatsächlich bis hierhin gehen. So. Einmal kurz das Schwert ausrüsten. Das sollte dir ein bisschen mehr bringen. So, dann stellen wir uns einfach hin und warten eine Runde. Die Adligen von Etruria sind geflohen? Was ist mit meinem Geld? Ich wurde noch nicht bezahlt. Tja, würde mir stinken, wenn ich du wäre. Uff, der hat einen Schitter. Aber kein Problem für vier. Halt sie gleich ein Level up. Vielleicht kriegst du jetzt ein bisschen Glück dazu.
Naja, meine Resistenz, das kann sie auch ganz gut gebrauchen. Man kann nie genug Resistenz haben als Falkenritter. Magisch tanken und dann physisch zurückhauen. So läuft das hier. Dadurch, dass sie den Fähigkeitspunkt gekriegt hat, ist ihre Ausweichquote besser geworden, oder? Naja, und sie kriegt halt einfach Schaden weniger. Ey, nicht fair! Und noch voll geheilt. Jo, das lobe ich mir. So, hast du noch einen Langbogen? Na, leider nicht mehr. Gut, kümmern wir uns erstmal um den da. Oh, da ist auch noch einer. Ja gut, der hat einen Erkelliger, das sollten wir lieber lassen. Wo ist die Crit-Chance? Ah, sie machen lieber auf Range kaputt. Luke kommt da nicht ran, ne? Aber ich glaube, Sue kann den sicherlich auch im Nahkampf angreifen. So halt. Sie hat so eine gute Ausweichquote, das sollte eigentlich nicht jucken. Sag ich doch. So, dann kann Shanna den mal eben kurz erledigen. Wobei Shanna könnte auch eins, können wir eins vorsetzen. Ja, Shanna können wir vorsetzen. Dann kann Elfie für sie spielen und dann kann sie da mit dem Langspeer rüberhauen. Kann sich wer anders um die Magier da kümmern. Und Elfin kriegt ein Level ab. Das ist doch auch nicht schlecht. Jetzt ist er schon Level 7. Na, das reicht nicht. Wir machen erstmal ihn kaputt. Dann kann der nicht mehr heilen. Reißen wir das Übel an der Wurzel aus. So. Der heilt so schnell erstmal niemanden mehr. Der muss erstmal selbst wieder zusammengeflickt werden. Na, können wir den one-shotten? Ja, können wir. Perfekt. Ich meine, gut, für 6 Schaden zu one-shotten. Den Hit hätten wir auch halt kassieren können. Das wäre uns dann egal gewesen. Leider hat Lance nichts zum Langkämpfen mit dabei, das hätten wir da auch noch hinstecken können. Aber Ellen kann da eventuell vielleicht noch aushelfen, wenn es sein muss. Wobei halt, der müsste gleich angeschwächt werden, weil ein Zier ihn ja gleich eine reinhaut. Und dann sollte Shanna eigentlich in der Lage dazu sein. Ansonsten ist Elfin ja auch noch da. Ist halt ein bisschen blöd, dass wir uns jetzt so ein bisschen bottlenecken, aber dafür weichen wir ihn hier halt so ein bisschen aus. Naja gut, der wird ja wahrscheinlich auf Lilna oder auf Shanna gehen. Das ist eigentlich egal. Ich glaube, das überleben die, wenn die angegriffen werden. Wir könnten da auch mit Teleport einen rein teleportieren, aber der kommt von da nicht wieder weg. So, das wäre halt dann nicht so geil. Wir greifen... 50 hat sie normalerweise. So. Greifen nicht an. Ja. Sonst wird das nämlich ein bisschen eng für sie. So halt, ich will halt nicht, dass der besiegt wird und dann sie mit der Eisenlanze in die Gegner da reinrennt. Oder die Gegner vielmehr in sie reinrennen. Wer von denen ist jetzt eigentlich Hugh? Müssen wir gleich mal gucken. Das ist er nicht. Das ist das Hugh. Okay, gut. Ich wünschte, das hätte sie eher gemacht.
Naja, im Notfall können wir Roy da einfach rüber teleportieren. Oder halt, ich habe ja keine Ahnung, wo... Wo will Hugh eigentlich hin? Will der da runterrennen? Wo rennt er dann hin, wenn er unten ist? Will der abhauen? Keine Ahnung. So halt, rein theoretisch müsste er dann hier so rumrennen. Er hat einen Wurfbeil. Er hat eine Stahlaxt. Da sind kostenlose EP für Milady! Wenn sie trifft. Was hat denn er jetzt noch für eine Trefferquote? Zweiter. Okay, da sollten wir sie vielleicht nicht unbedingt reinstellen. Aber hier ist noch einer. Der hat nur ein Elfenlicht. Kommt sie da ran? Ja, kommt sie. Oder schafft sie sogar. Wenn sie denn treffen würde. Also das finde ich schon ein bisschen unfair. Muss ich ehrlich sagen. Naja, dann kann man sich lernen. Oh, Lenz hat keinen Langspeer. Das ist ein bisschen... Okay, dann können wir den Silberbogen aufbrauchen. Dann ist der wenigstens weg. So ein Silberbogen nützt uns rechtlich wenig. Und nee, kriegt sie natürlich auch. Wollen ja mal nicht so sein, ne? Noch irgendwelche Gewittertypen, von denen ich wissen sollte. Die beiden doch schon mal nicht. Das sind die Truhen. Sieht nicht so aus. Alter, hier der Malaketa, der will aber auch die Truhen bewachen, ne? Als andere ist ihm kackegal. So, dann gehen wir weiter vorwärts. Wir haben heute noch ein bisschen was vor hier, ne? Müssen wir vorankommen. Da kommt es uns zugute, dass wir so viele Reiter dabei haben. Wir können uns einfach vorreiten und alles auf dem Weg platt machen. Weil gut, wir sollten vielleicht noch ein bisschen EP für unsere Fußgänger behalten. So. Ja, ich bin sicher, dass du dich dahingestellt hast. Gibt dir voll den Vorteil. Wer hätte es gedacht? Und er versucht wieder sein Glück. Bei 35. Haha, daneben. Hat er einen Schlafstopp? Ach, er hat die Säuberung. Mal sehen, das macht 20. Ja, es überlebt Elfie, selbst wenn er getroffen wird. Das ist nicht so wild. Na, sie bräuchte schon die Silberlanze, um den zu besiegen. Dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und nehmen das Eisenschwert weiterhin. Da wird sie von ihm wenigstens nicht getroffen. Und ich glaube, dem Magier hier gehen die Nutzung aus, um sie zu killen, ne? Ja, er hat nur ein einziges Gewitter. Selbst wenn er sie trifft, hat sie noch 8 KP übrig. Dann kann sie für Hugh einfach wieder zurückfliegen hier lang. Sehen, wie viel Schaden macht denn das? Die Säuberung 20. Okay, wofür wir leben. So, halt. Bis wir halt wieder auf Gegner stoßen, können wir das halt einfach ausdenken. Der dürfte jetzt auch nicht schnell genug sein, um jemanden zu doppeln, wenn der Elf ihn gerade nicht gedoppelt hat. Solche Waffen sind ja mal ziemlich schwierig. Hat 8. Ja gut, der doppelt niemanden. Elfin ist tatsächlich ziemlich flott unterwegs.
sondern können wir weiter vorstürmen. Stimmt, wir da. Wir wollen ja nicht, dass Huey auf die Idee kommt, gleich hier jemanden anzugreifen, ne? Wäre ja arg blöd. Ich hätte mal zwei Dingsens mitnehmen sollen. Zwei Diebe. Aber halt, hätte uns halt so ein bisschen Kampfkraft gefehlt. Das wäre halt auch blöd gewesen. Hätte ich auch doof gefunden, bin ich ganz ehrlich. So, Shanna könnte auch mal den anderen hinterhergehen. Das ist seine letzte Nutzung. Mit der er halt auch noch natürlich trifft, ne? Wieder daneben. Tut mir aber leid. Eigentlich nicht. So, wie weit kommt er? Er kommt weit genug. So, der Typ ist weg und dann kann Thea gleich zu den anderen fliegen. Können auch den Schlafstand benutzen. Na, die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist jetzt nicht gerade die höchste. Ist was zum Heilen dabei? Hat hier noch jemand was zum Heilen, was wir mitnehmen können? Hugh hat ein Elixier. Oder gar nicht. Luke hat ein Elixier. Und dann gibst du das mal eben Roy mit. So, dann wird die gute Clarine mal kurz Roy rüberporten. Das da ist doch Hugh, ne? Nicht, dass ich ihn jetzt vor den Falschen setze. Ja, das ist Hugh. So, dann teleportieren wir den mal kurz hier hin. Dann ist der Stab zwar kaputt, aber was soll's. So, wir haben 10.000. Okay. Hi. Hey, ihr da! Ihr führt doch die Armee an, die das Schloss angreift, oder? Habt ihr Interesse an einem zusätzlichen Magier? Hä? Nun, wir können immer mehr gebrauchen. Was ihr nicht sagt, dann ist heute euer Glückstag. Ihr könnt einen weiteren Magier anwerben. Wie klingt das? Ihr kennt einen Magier? Wo ist er? Ihr redet mit ihm, mein Freund. Hey, seht mich nicht so an. Ich kann gut mit Zauberbüchern umgehen. Für 10.000 Gold gehöre ich voll und ganz euch. 10.000? Das ist ziemlich viel. Komm schon, fasst euch ein Herz. Ich brauche das Geld für meine Großmutter. Was? Ist eure Großmutter etwa krank? Ja, das ist sie. Krank ist bei ihr die richtige Wortwahl. Ich brauche jedenfalls das Geld. Kommt schon. Nun, nein, das ist zu viel. Tut mir leid, aber ich kann es nicht rechtfertigen, 10.000 Gold für einen einzigen Magier auszugeben. Was? Nun, ich schätze, ich kann auf 8.000 runtergehen. Komm schon, bitte. Nein. Tut mir leid, aber immer noch zu viel? Nun, ich schätze, 6.000 tun es auch. Bitte, ich brauche das Geld wirklich. Von mir aus. Wenn eure Großmutter krank ist, dann ist es das Geld wohl wert. Darauf könnt ihr wetten. Sie ist so krank, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Sie hat immer Kopfschmerzen am Rücken. Was? Kopfschmerzen am Rücken? Ihr wisst, was ich meine. Das ist nur eines ihrer Symptome. Eines ist schlimmer als das andere. Gut, er scheint alles zu sein. Ihr werdet es nicht bereuen. So, wir haben zwar nicht ihn mit dem besten Wert, also halt mit den schlechtesten Werten angeworben, aber halt, das sollte noch okay sein. Gut, jedenfalls haben wir jetzt einen, naja, immer noch guten Magier im Team. Und halt, Thea kann hier gleich hochfliegen und sich das Elixier von Roy schnappen. Dann hat sie nämlich wieder volle KP. Und dann kann sie sich gleich um die Magier da kümmern. So, was hast du? Du hast eine Stahllanze und einen Langspeer. Dann stellen wir da einfach Percival rein. Der hat einen Wurfball.
Und wenn du dann noch liebst, kriegst du einen Hammer ins Gesicht. Hammer-Sache, ich weiß. Keine Sorge, wir sind den Gang hier bald los. So lange dauert das nicht mehr. Und ja, es gibt einen Grund, warum die alle in der Reihe stehen. Wenn nämlich einer von denen hier... Oh, hier ist Douglas. Hallo Douglas. Wo rennst du denn hin? Naja, jedenfalls, wenn Douglas da oder irgendwer anders eine Nahkampfwaffe hat, kann es halt passieren, dass wir halt nicht nur die Säuberung einstecken, sondern auch die Nahkampfwaffe. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls, oh, Hugh hat ja die ganze Zeit Elixier mit dabei. Naja, haben wir noch ein bisschen mehr zum Heilen, Petto. Ich frage mich nur, wo Douglas jetzt hin will. Halt, da zu den Truhen würde ich halt auch noch ganz gerne gehen. Au, hat er mal getroffen. Glückskind. Ich heil dich. Nein, tu's nicht, das kriegt gleich einen Hammer ins Gesicht. Die haben doch keinen Excalibur, ne? Das sollte ich vielleicht... Oh, der hat tatsächlich... Oh, die haben beide einen Excalibur. Gut, das machen wir dann anders. Weil du hast noch die Lichtklinge, ne? Gut. Stellst du dich da hin und wirst das tanken. Also, sie ist wieder full life. Da muss sie das gleich in der Player-Face richten. So, er kann nur noch einmal säubern, dann sind wir hier durch. Und den putzen wir jetzt anders weg. Dann ist es ja auch gleich sauber. Oh, wir haben daneben gehauen. Na gut, das wird doppelt. Doppelt noch, oder? Ja. Wir wollten ihm mal kurz eine Chance lassen. So, die Tür lassen wir aber noch zu. Da warten wir erstmal, bis die Säuberung weg ist. Da platzieren wir uns ganz vorsichtig. Weil halt, ist das noch ein Säuberungsrange? Ja, ist es noch. Und Elfin braucht seinen Heal, der kriegt gleich wieder eine ab. So. Leider haben wir keinen Langbogen mehr. Ist echt schade. Ich glaube, Sue ist deutlich genug. Die können wir hier ruhig hinstellen. So, da sollte nichts passieren. Bei Clarine bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da nichts passiert. Der wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf Elfin gehen. Und das ist dann die letzte Säuberung, die er hat. Gut, wir haben noch Luke, ne? Ja, gut. Dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal eine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's ja weiter. Wir müssen die zwei Magier noch wegräumen. Wir müssen die Schatzturm plündern. Douglas hier in Sicherheit bringen, mehr oder weniger. Wir müssen Zeiss noch anwerben. Hier ist noch der Geheimladen. Und dann haben wir hier noch ein paar Schatztruhen. Das heißt, die Schützen hier müssen auch noch weg. Wir haben also noch eine Menge zu tun. Deswegen hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!